Jesus. 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 Matthäus 28, 5 und 6. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Komm her, seht den Ort, wo er hergelegen hat. Er ist auferstanden, lobt den Herrn, Halleluja. Für das, was Jesus getan hat, haben wir ewiges Leben. Amen. Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer entscheidenden Botschaft über die Auferstehung und wie wichtig sie ist. Die Auferstehung Jesus Christus ist eine der Grundlagen, auf denen das Christentum aufgebaut ist, wie wir sehen in 1. Korinther 15, 3-4. Okay, hier ist das Evangelium zur Erlösung von Paulus, durch den wir gerettet werden. Ne? Und wir fangen bei Vers 1 an. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch versteht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ist grundlegend für unseren Glauben. 1. Korinther 15 ist eine detaillierte Erklärung der Bedeutung der Auferstehung Jesus. Im Vers 14 heißt es: Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. In den Versen 17 und 18 schreibt Paulus: Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in eurer Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenden verloren. Die gute Nachricht ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und Paulus stellt dieses Ereignis als das einzige dar, was uns in diesem Leben Hoffnung gibt. Christus war der Erste, der dauerhaft von den Toten auferstanden ist, 1. Korinther 15, 20, und damit alle Gläubigen den Weg für eine zukünftige Auferstehung freigemacht hat, in Verses 22 und 23. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenden geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Der Behauptung Jesus, er habe die Macht, ewiges Leben zu gewähren, kann man vertrauen, denn er selbst hat den Tod besiegt. Römer 8,11, Johannes 3,16 durch 18 und 10,28. Wenn aber der Geist dessen, das Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch euer sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in der Welt gesandt, damit er der Welt richte, sondern damit der Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen,
und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Die Auferstehung Christi wurde aufgezeichnet in Matthäus 28, Markus 16, Lukas 24 und Johannes 20, 1 durch 18. Wir werden uns die Aufzeichnung von Johannes ansehen. Johannes 20. Am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Sofort lief sie zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus sehr lieb hatte. Aufgeregt berichtete sie ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Da beeilten sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst dort an. Ohne hineinzugehen, schaute er in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Dann kam auch Simon Petrus. Er ging in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher, zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um, und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie die Heilige Schrift noch nicht verstanden, in der es heißt, dass Jesus von den Toten auferstehen muss. Danach gingen die beiden Jünger nach Hause zurück. Inzwischen war auch Maria aus Magdala zum Grab zurückgekehrt und blieb voller Trauer davor stehen. Weinend schaute sie in die Kammer und sah zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einen am Kopfende, den anderen am Fußende. »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete Maria. Als sie sich umblickte, sah sie Jesus dastehen, aber sie erkannte ihn nicht. Er fragte sie: »Warum weinst du? Wen suchst du?« Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb: »Hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch bitte, wohin du ihn gebracht hast. Ich will ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus nun. Sie wandte sich ihm zu und rief: »Rabuni«, das ist hebräisch und heißt »mein Lehrer«. Jesus sagte: »Halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott.« Maria aus Magdala lief nun zu den Jüngern und berichtete ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen.« Und sie erzählte alles, was Jesus ihr gesagt hatte. Der wahre Grund, warum Christen sich sonntags in die Kirche versammeln, liegt darin, dass Jesus am ersten Tag der Woche einen Sonntag auferstanden ist. Die Juden hingegen feiern immer noch einen Ruhetag an Sabbat oder Samstag, jedoch nicht zum Gedenken an Christus, da ist ein Unterschied. Wir Christen sollten jeden Tag glücklich, freudig und dankbar sein für das, was Jesus für uns getan hat, und wir sollten unseren Vater im Himmel immer alle Ehre erweisen. Jesus ging freiwillig ans Kreuz, er hat unsere Strafe auf sich genommen, er hat für alle unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden bezahlt, er hat sein kostbares Blut für uns als Söhne für den Vater vergossen, damit wir bei ihm im Himmel sein können. Alles, was von uns verlangt wird, ist wir das, dass wir daran glauben. Römer 3, 23 durch 26. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass die ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, der in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sündopfer bestimmt, das wirksam wird
durch den Glauben an was? An sein Blut und seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich Rechtfertiger, der aus dem Glauben an Jesus ist. Römer 5, 8 durch 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein was, sein Blut, gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor den Zorn gerettet werden? Denn wenn wir Gott mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Amen. Der Tag, den die Welt Ostersonntag nennt, ist tatsächlich der Tag, an dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir als Christen sollten immer daran denken, den wahren Grund für den Auferstehungssonntag in Ehren zu halten. Wenn wir unser Osterfest feiern, sollten wir immer im Gebet voller Dankbarkeit und Liebe gegenüber unseren Erlösern und die Erlösung, die er uns am Kreuz erkauft hat. Ohne die Auferstehung gäbe es keine Erlösung. Gesegnet sei unser Vater, der im Himmel ist, der uns den Weg zum Leben geebnet hat, auch wenn wir sterben. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neugeboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Okay, also halten wir dieses Video kurz und bündig. Ich möchte euch noch einen Vers geben, Johannes 11, 25 und 26. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Fest. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wir sind wirklich frei in Christus und müssen immer daran denken, ihm all den Lobpreis und die ganze Ehre zu geben. Wir sind ausnahmslos alle Sünder und können uns nicht selbst retten.